Willkommen zurück bei Mario & Luigi Abenteuer Bowser. Hoffentlich diesmal wieder mit richtigem Ton. So oder so, öffnen wir mit dem blauen Schlüssel die letzte verschlossene Tür und folgen dem Weg. Das wird Krankfried nicht gerne sehen, aber er muss akzeptieren, dass seine Zeit abgelaufen ist. Er wird garantiert nicht das Pilzkönigreich überfallen und beherrschen. Das darf wenn dann nur Bowser. Och nee, oh, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Oh Gott, so eine Art Pinball. Wir müssen richtig ausloten, welche Stärke wir brauchen. Ist die richtig? Nein, ja, wobei. Da haben wir einen Block. Das ist doch schön. Dann nehmen wir mal diese Power hier, um ins erste Loch zu fallen. Dachte ich zwar, ist aber nicht so. Okay, dann nur ganz, ganz wenig Power. Selbst das reicht nicht. Aber ich kann mir zumindest mal diesen Raum hier ansehen. Und zweimal Superkäse aufsammeln. Ja, man nimmt's sehr genau. Sehe ich gerade. Aber das passt. Erstes Türchen. Mit einem Ausdauerarmband. Was bringt mir das genau? Bringt's mir überhaupt irgendwas? Der Verzehr von Hähnchenkeulen erhöht zeitweise deinen Angriffswert. Ja, ist natürlich alles Geschmackssache. Für mich jetzt nicht interessant. Okay, dann versuchen wir jetzt noch die zweite Tür zu erreichen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Versuchen wir es mal mit der Stärke. Oh yeah! Das ist gut. Und hier gibt es einen Speicherblock. Bedeutet das, es gibt jetzt Stress? Hm? Krankfried, komm nur her, oder Metaboss. Ich klatsch euch kaputt. Es geht immer tiefer in den Palast. Wo ist die Prinzessin? Wo ist der Finsterstern? Ganz oben vermutlich, oder? Hallo, jemand da? Was ist das für ein Automat? Schon wieder Bomben? Wie damals im Tunnel? Ja. Anzünden, weghauen und gucken, was passiert. Aber ich glaube, wir müssen erstmal dieses Tor irgendwie herabsenken. Ja. Sonst können die Bomben auch nicht weiterhelfen. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden. Ja, wir finden hier so einen dunklen Knecht, bei dem ich den ersten Angriff komplett versaut habe. Und er im Gegenzug alles richtig gemacht hat. Ja, wobei, nee, doch nicht. Es zählt nicht als Erstangriff für ihn. Einfach normale Kampferöffnung. Okay, dann wollen wir mal. Kamek-Formation. Da lief es ja zuletzt doch ganz gut. Ich habe aber dennoch nochmal den Touchscreen neu kalibriert. Nur um sicher zu gehen. Ah, schade. Hätte ich es mal so gelassen, wie es ist, ne? Aber gut. Es reicht trotzdem, um deren Körper zu zerstören. Und nur darum geht. Ah, zu früh gefreut, der eine überlebt. Und ich habe sein Kampfschema offensichtlich verwechselt. Das ist nicht gut. Kann ich die jetzt beide noch irgendwie treffen? Nee, oder? Kann ich nicht. Bowser hat keine passende Attacke, aber ich habe keine Lust, die jetzt der Reihe nach einzusaugen. Können wir das nicht so machen, dass ihr beide jetzt explodiert und einfach abhaut? Wäre das okay für euch? Echt jetzt? Ey, ihr seid ja voll die Freundlichen. Dankeschön. Da machen sie es mir ein bisschen einfacher. Wirklich sehr lieb. Ultrakeule. Schmackhaft. Aber eine Möglichkeit, diese Mauer herabzusenken, wäre mir aktuell lieber. Ich will mich nicht weiter mit Losern beschäftigen. Das sieht interessant aus. Lass mal hier dran drehen. Okay. Und was brachte das jetzt? Oder muss ich jetzt da ganz schnell sein, um an diesen Block ranzukommen? Frische Ring. Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall komme ich hier auch weiter. Da geht's rauf. Wir schauen aber erstmal auf das andere Bücherregal. Für diese Käsekeule. Und dann werfen wir mal einen Blick auf den frische Ring. So ein Ring hat Ja-Fleiß schon mal nicht. Stellt schrittweise seine KP und BP wieder her. Ui. Wirkt overpowered. Kann man im Notfall nutzen. Aber wir wollen es ja spannend halten. Auf alle Fälle aber ein sehr, sehr gutes Item. Wunderkäse. Ja, es gibt noch ziemlich viele Blöcke zu finden. Bezweifle auch, dass wir es im ersten Anlauf schaffen, wirklich alles in diesem Castle zu entdecken. Ach, so macht man das. Okay, dann haben wir ja alles richtig gemacht und ich glaube auch nichts verpasst, oder? Lass mal kurz auf die Karte schauen. Nee, alles gut. Okay, ich warte aber noch damit. Geh jetzt erstmal hier nach links und nochmal zurück, weil ich gerne erstmal raufgehen würde. Ah, haben wir uns raufgepiekst. Boah, gleich drei Blöcke. Oh, dann falle ich auf die Schatztruhe. Aber gut, du kannst gerne auf die Fresse haben. Drei Gegner hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Jetzt wird's richtig hart. Da reicht auch ein Feueratem nicht. Also wenn überhaupt, können wir hier mit einer perfekten Kamek-Formation reinhauen. Also versau's nicht. Nein! Warum geht denn das jetzt auf einmal schon wieder nicht? What? Ey, keine Ahnung, Alter. Auf einmal kann ich's wieder nicht. Im letzten Part einmal versaut und dann immer perfekt und jetzt gar nichts mehr, oder was? Warum duck ich mich? Ist voll dumm. Ducken bringt wirklich gar nichts. Schlag doch zu! Ja, okay, aber man bekommt auch von einem Pilz 100 KP, das ist schon eine Menge. Komm, Feueratem und bei dem Kopf hoffe ich, dass er wieder abdüst. Haben wir trotzdem unsere Ruhe. Oder war ich so schlecht, dass die nicht sterben? Ja gut. Ich habe jetzt natürlich auch nichts gegen, einfach alles einzusaugen, ne? Dürfen Mario und Luigi auch nochmal ein bisschen spielen? Die beiden freuen sich doch. Ist auch wichtig, um den Orden nochmal aufzuladen. Welcher ist aktiv? Der mit der Erfahrung? Oder habe ich schon auf Angriff gewechselt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, man wird sehen. Immerhin, der Konter klappt. Den habe ich letztens auch voll versaut, obwohl es eigentlich mega easy ist. Ist jetzt keine besondere Attacke oder so. Ich weiß auch nicht, was los ist. Jetzt sterbt doch bitte, ich habe keinen Bock mehr auf euch. War schon wieder kein Exzellent, ne? Ah, doch, doch. Gerade so gezählt. Frame perfect. Für ein Level-Up braucht Bowser aber noch ein bisschen. Verdient hätte er's. What the? Was passiert hier? Und wo geht's hier lang? Theoretisch könnte ich ja schon weiter. Oder gibt's da nur Bonus-Item? Nö. Ah, ich glaube, da ist aber noch eine Tür, die wir wiederum von der anderen Seite aus öffnen müssen. Okay. Dann latschen wir mal weiter. Aber wie fies ist denn das bitte? Man kann die Bowser ja nicht mit dem Flammenatem zerstören. Das wissen wir seit Bowser's Castle. Wir müssen jetzt hier mühselig ohne Ende vorlatschen. Das kann ja auch nicht sein, oder? Oder kann ich die einfach mit meinem Panzer kaputt machen, ohne Schaden zu nehmen? Boah, ich weiß es nicht. Ich will es aber jetzt auch nicht ausprobieren. Nicht, dass ich wieder am Anfang lande. Aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das auch etwas besser und einfacher und schneller gegangen wäre. Jedenfalls bin ich durch und dir knall ich eine. Habe ich genug BP für eine weitere Formation? Wahrscheinlich nicht. Oder? Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, dann machen wir die Koopa-Keile. Die macht auch Spaß. Ist halt nur nicht so mega stark.
war nicht mal in Exzellenz, aber was ist denn heute los? Ich kann mir das echt nicht erklären. Oh, wow. Wow, wow, wow. Ich habe einen brutal schlechten Tag heute. Ah! Das belastet mich schon. Bitte sag mir, dass der Flammenatem jetzt reicht. Weil wir haben auch einen Verteidigungsminus. Wenn die alle ernst machen. Junge, dann brennt's bei mir aber. Okay, das schaut gut aus. Schnell wegsaugen und danach wird geheilt. Einer der schlechtesten Kämpfe mit Bowser bisher und auch einer der schlechtesten Parts, skillmäßig. Ja, ich muss auch zugeben, es belastet mich noch ein bisschen mit dem Sound. Weil ich noch weitere Probleme festgestellt habe. Es ist immer so furchtbar mit Windows-Updates, ne? Das zerschreddert dir den ganzen PC. Meistens auch noch ohne Ankündigung, weil sie die Kacke über Nacht einfach installiert, ohne dass du es merkst. Ja, und dann schaust du blöd aus der Wäsche. Selbst mein Mikrofon reagiert seltsam. Aber ich hatte jetzt auf die Schnelle keine Lösung gefunden, muss ich mich später hinsetzen. Ich denke aber nicht, dass ihr davon was merken werdet. Naja, wenn, dann einfach einen Brief an Bill Gates schreiben. Beschwerdebrief. Superkäse mal 3. Achso, stimmt. Ich wollte mich heilen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Superkeule. Und Superkäse. Zweimal. Und weiter geht's. Ja. Viel zu viel Gesindel hier. Käsekeule, okay. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Ganz vergessen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie eingesetzt, die Käsekeule. Könnte man ja mal machen, im Ernstfall. Da heilst du halt direkt beides, ne? Joa, und ich stelle gerade fest, dass es wohl nicht so die geilste Idee war, die Bombe noch nicht einzusetzen. Jetzt darf ich nämlich wieder zurückgehen, um diese Abkürzung zu erschaffen, wenn ich sie denn zwingend haben möchte. Geilomat! Ich dachte, das baut alles aufeinander auf, aber nee, tut's nicht. Oh, nee, muss auch noch getimed werden. Ja, na klar. Na klar. Dann halt erst bei der 2. What the fuck? Das hat auch nicht gereicht. Also jetzt ist wirklich der Spaß vorbei. Mach die scheiß Tür auf, verdammt nochmal. So. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück. Dann kann ich das mit dem Panzer auch gleich ausprobieren und mir ein Level-Up verdienen, denn der Typ will mich nicht durchlassen. Dann kommt halt her, ihr beiden Dödel. Bob-Omperde. Yeah. Okay, schöne Treffer. Der eine ist auf jeden Fall benommen, der andere, ja. Es reicht nicht. Das haben wir aber, glaube ich, schon mal festgestellt, dass die Attacke leider nicht reicht, um die Körper zu zerstören. Wenigstens hat jetzt der Konter hingehauen und mit dem Flammenatem wird es dann passen. Okay, sehr gut. Ja, 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 ja. Aber die Bob-Omb-Herde ist gar nicht so stark, wie man glaubt, ne? Sehr schade. Doch hier ist Level 27. Nur eins bei BP.
lohnt sich gar nicht mal, da jetzt was zu tun. Lohnt sich überhaupt irgendwas? Ja, Geschwindigkeit mache ich nicht. Ist Quatsch. Okay, BP. KP meine ich. KP plus 3. Haben wir eigentlich noch Bohnen? Also wenn, dann würde ich die Bowser spendieren. Nö, keine. Tut mir leid, Bowser. Keine Snacks für dich. Du wurdest komplett vernachlässigt, ich weiß, aber da musst du dich bei den Zuschauern bedanken. Die haben alle gesagt, du sollst nichts essen. Du bist schon dick genug. Stimmt ja eigentlich auch, ne? Ach cool, man kann als Panzer, wie ich gerade sehe, ja, als Panzer kann man weder gegen diese Beschleunigungsroller da ankommen, oder nennst du einfach Laufbahn, du... Hey, was war das denn jetzt für ein Glitch? Ich konnte nicht mehr weiterlaufen! What the hell? Lass mich einfach an den fucking Anfang zurück! Okay, ich komm nicht... Alles klar! Egal, man kommt nicht gegen die Laufbänder an als Panzer und Bob-Bombs zerstören ist auch nicht. Alles klar. So, eigentlich war dieser Rückweg jetzt auch nicht nötig, aber ihr kennt mich. Ich muss immer alles ordentlich haben und so. Also zumindest in Spielen. Bei mir zu Hause oder nicht. Was ist denn los mit den letzten zwei Parts dieses Spiels? Wenn so die Endboss-Fights laufen, ja dann sind wir erledigt. Halleluja! Das hier ist irrelevant, oder? Oder? Ja. Okay. Genug von dem Unfug hier. Sehe ich auch so, Bowser. Gibt's da noch einen Block irgendwo? Ne? Weil ich habe das Gefühl, wir werden auch ein paar übersehen, die richtig offensichtlich sind. Einfach nur in den Ecken der Räume. Weil wir halt nicht gegen jeden Gegner kämpfen wollen, werde ich die wahrscheinlich übersehen. Aber da kann man dann nichts machen. So, jetzt bitte ein exzellentes Kamek-Formationsgedöns. Leider wieder nicht, aber die beste Version bisher in diesem Part. Es haben nur zwei Punktverbindungen gefehlt. Vielleicht können wir es mit dem Konter noch richten. Ach, viel zu früh, was bin ich denn für ein Keck? So schwer ist es jetzt auch nicht zu kontern. Die Attacke dagegen schon, da weiß ich gar nicht, was man da machen soll. Ob man einfach so lange sich ducken soll, bis er von alleine aufhört. Keine Ahnung. Komm mal, ab geht's deinen Freunden und geht ein Bierchen trinken, aber lasst mich in Ruhe. Okay. Da verzichte ich auch auf die Bonuserfahrung. Brauche ich nicht. Ach, schau mal. Siehst du, da ist genauso ein Block, von dem ich gerade redete. Aber Junge, wir kriegen ganz schön auf die Fresse. Muss ich schon mal so häufig Highlights für Bowser verwenden? Glaube nicht. Was mich noch triggert, wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich mache es jetzt doch kurz vor LP-Ende. Was mich auch triggert ist, bei meinem 3DS ist es richtig unglücklich. Meine Spots, also ich habe ja keine Lampe, ich habe ja Spots in meinem Zimmer und wenn die an sind, dann spiegelt das immer übelst krass auf den Screens. Vor allem auf dem Touchscreen und es geht immer in mein Auge. Deswegen kann ich ein bisschen schlechter spielen. Und selbst am Tag spiegelt es so ein bisschen durch das Fenster durch. Es kotzt mich total an. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf den 3DS, wirklich. Ich kann den nicht mehr aufnehmen. Die Kabel triggern mich, die Musik triggert, also nicht die Musik des Spiels, aber die Aufnahmemethode triggert mich. Und dann auch noch dieses Spiegeln. Ah! Gut, ich könnte ihn natürlich auch ein bisschen niedriger halten, aber ich habe immer so das Verlangen, den 3DS so
so hoch zu halten. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also, sitzend und dann halte ich ihn so in der Luft, anstatt ihn einfach auf meinen Schoß zu legen. Ich weiß auch nicht, das ist so eine seltsame Angewohnheit. Und was ist denn jetzt hier los? Wo fliegen wir denn gerade hin? Und was machen diese Piranha-Pflanzen hier? Was soll denn? Die greifen uns an! Oh, das ist heiß! Wie geht's? Wie gefallen dir meine gigantischen Feuerbeerpflanzen? Sie grillen alles, was ihnen vor die Mäuler kommt. Ärgern sie dich, dann schwing dich in die Luft und biegst sie mit deinen Stacheln. Aber ich hab Tränen des Lachens für Bowser, der nicht fliegen kann. Ja! Was zum... Okay. In dieser Kamera scheint sich etwas zu tun. Auf geht's! Sollen wir ihm jetzt zum Fliegen verhelfen? Ich kann mich gar nicht mehr an dieses Event erinnern. Oder kommt da jetzt eine Art Bosskampf? Was? Hey! Ist Bowser nicht gerade etwas gehüpft? Stimmt. Da hat sich was bewegt. Aber kommt ernsthaft jetzt beim Finale noch ein Tutorial? Wow. Sowas habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ah, so muss es sein. Wenn ihr euch hier abstoßt, springt Bowser in die Luft. Irgendwie sieht dieser Kreis mit Mario und Luigi voll cool aus. Ich muss da die ganze Zeit hingucken. Das zieht mich übelst in den Bann. Zieht mit dem Touchpad das Band lang. Lass den Touchpad los, schnell dir in die Höhe und Bowser gleich mit. Zieht aus Leibeskräften, um Bowser möglichst hoch springen zu lassen. Zum Beispiel hier herunter. Ja, okay. Oh, da müssen wir den Angriffen ausweichen, oder? Sehr gut. Bowser bewegt sich in dieselbe Richtung wie ihr. Bewegt euch also in verschiedene Richtungen, um nach oben zu kommen. Uff. Ja, wie gesagt, also ich kann mich daran jetzt überhaupt nicht mehr erinnern. Aber wie sehe ich denn die Angriffe? Oder kommen keine und ich muss einfach nur nach oben? Aber ist ja auch zu einfach. Ach so, die können mich random einfach greifen. Ja, Moment, aber ist es dann nicht besser, wenn ich einfach so hier an der Wand entlang hopse, weil... So treffe ich sie. Sie mich aber nicht. Ah, okay, bei den Kettenhunden komme ich also nicht durch. Ja, muss ich gestehen, finde ich jetzt nicht besonders unterhaltsam und auch nicht besonders fair, weil man ja absolut nicht sieht, was auf einen zukommt. Also was, bitteschön, soll ich tun? Außer random nach oben zu gleiten und zu hoffen, nicht gefressen zu werden. Boah, leck mich am Arsch, lass mich durch. Das ist... Okay, sind schon da. Ja, jetzt rasten die auch noch aus. Natürlich. Hey, das ist doch übelst unfair. Ich kann, wie gesagt, überhaupt gar nicht reagieren, weil ich gar nicht sehe, was auf mich zukommt. Würde sich alles auf dem Touchscreen abspielen und ich würde meine Gegner oben auf dem Topscreen sehen, ist ja okay. Aber nein, Bowser ist ja auch auf dem Topscreen. Und ich komme da nicht durch irgendwie. Was soll ich denn machen? Brauchen die einfach nur genügend Hits? Hallo? Hallo? Da komme ich denn wieder durch die Mitte durch? Und es reagiert im Übrigen auch gefühlt gar nicht auf das, was ich mache. Okay, jetzt schon. Aber ja, gut, nach dem Gegentreffer halt nicht, ne? Ich weiß nicht, ob wir das gerade richtig machen. Es tut sich einfach nichts. Ja, geil. Bin ich jetzt tot oder sind die tot? Sie hat mich gefressen. Okay, wir sind tot. Nee, doch nicht?
Ich bin vielleicht ein heißer Typ. Was war das denn für eine Scheiße? Ich weiß, ich habe schon häufiger über die Minispiele geschimpft, aber alles hatte dann im Endeffekt doch noch irgendwo Spaß gemacht, aber das war ja Müll. Furchtbar umgesetzt und unnötig? Ist das ein Rückweg hier? Oder geht's jetzt weiter? Oh oh. Wo bin ich? Was ist das? Ist das so eine Art Wohnzimmer? Aber ich glaube, dass es da weitergeht, ja. Und das bedeutet wiederum, ich habe da oben irgendwas verpasst. Yippie! Gibt's hier nochmal wieder eine Möglichkeit, dahin zurückzukehren? Doch, ich glaube schon. Laut Karte kann man da hin. Aber hier waren wir schon mal. Wieso haben wir denn dann diesen Raum noch nicht entdeckt gehabt? Ach nee, man konnte den ja jetzt erst von der anderen Seite aus zugänglich machen. Stimmt. Ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich den Part begonnen habe. Ich gehe mal für euch den ganzen Weg nochmal nach oben. Jetzt war ich dann doch ganz froh, dass wir diese Abkürzung mit der Bombe noch gemacht haben, sonst hätte ich erneut den Bob-Omb-Weg nehmen müssen, auf den ich ja nicht so scharf bin. So, auch hier gibt es jetzt so eine Tür. Ich weiß gerade absolut nicht, was die Entwickler von mir wollen, wo ich lang gehen soll. Was ist richtig, was ist falsch? Okay, das ist falsch. Und warum existiert dieser Weg dann? Auch nur als Abkürzung zu diesem Raum hier. Okay. Wer auch immer das jetzt noch gebraucht hat. Ja, okay, gut. Die wollen halt, dass du checkst, dass du da drüben eine Stampfattacke machst. Verstehe ich schon. Aber wer kapiert denn das nicht? Ist ja doch recht eindeutig gekennzeichnet. Also das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ui, blocky, blocky, blocky. Und ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach mal einen Cut. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Aber irgendwas wird da für Bowser noch kommen. Etwas Heftiges. Ich spüre es. Und ich spüre auch, dass ihr alle auf den Daumen hoch gedrückt habt. Kann man so einen Part beenden? Ich versuch's mal. Vielleicht klappt's ja. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.